Ey, yo Leute, was geht? Willkommen zu einer Runde Solo Q, Schmulo Q. Ich bin auf meinem Main-Account, ich muss also so noch Games drauf machen. Moment, zack, bam. Ich war Blind Pick. Gegner hat Wukong reingepickt. Oh, ich hab keinen Bock auf das Game. Also, no fucking joke, man. Ich hasse Blind Pick Top. Ich hasse Blind Pick Top Lane, ja. Da pick ich dann einfach GP. Und schieß hier und da mal eine Ulti. Ich spiele gerade sogar sehr, sehr viel GP, weil ich sie auf Blind picken muss mittlerweile. Das ist natürlich doof, ja, aber what you gonna do? Und ja, ne, wir müssen hier ein bisschen sehr aufpassen. Ich meine, ganz cool eigentlich, die Gegner haben relativ viel AP-Damage. Und ich darf keine Mercs bauen. Ja, natürlich ziemlich behindert. Ich glaube auch, die Gegner haben eine tausendmal bessere Comp. Silas hat jetzt sehr viele gute Ultis, die er klauen kann. Er kann meine Ulti gut klauen und sehr gut abusen. Galio-Ulti sowieso. Sag mal, ich frage mich gerade. Wenn Silas eine Ulti klaut, wo die Range erhöht wird über Level, geht dann die Range hoch über die Punkte, die der Spieler, also die der Silas in seine Ulti reingesteckt hat, oder über das Level vom Ziel, von dem er es geklaut hat. Versteht ihr, was ich meine? Oder? I guess you should do it. Ja? Einfach nur mal so, spontaner Gedanke. Ich hab so richtig krasse OTP. Ah, lol. Okay, hier ist niemand krasse OTP. Vielleicht in meinem Team? Nee, wir sind alle Dogshit. Okay, warte. Toplane ist gewonnen. Jungle ist verloren. Mitte haben wir gewonnen. ADC, ist es ADC? ADC haben wir gewonnen und Support haben wir auch gewonnen. Okay, Leute, also das heißt, ich mache Elo in diesem Game. Wenn ich überhaupt mal ins Game reinkommen würde. Oh mein Gott, Leute, wenn einmal meine Wave Kacke steht, bin ich tot. Ja, viele sagen auch, ja, Silphy, GPs, auch gestern im Stream, GPs voll langweilig und so. Okay, er ist halt kein Camille oder Irelia oder Jax, die halt die ganze reingehen und einen Schwanz reinhauen oder sowas. Dafür hat er eine andere Sache, die ihn sehr interessant macht, und zwar muss das Wave-Management hier wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Mal kurz ein bisschen lauter machen. Rein Fehler, man ist tot. Welcome to Summoner's Rift. Kurz reingucken. Warte, wir gehen in Vaden? Lass mal eben mit hinmoven. Ich bin ja jetzt kein Fan von, to be honest, aber was soll's. Maybe we should. Okay, ich wollte schon gerade sagen, so, hä, was macht er da? Warte, geh ich da jetzt mit hin, ja oder nein? Achso, sie hat W gemacht, okay, I see. Ey, ich hab echt Angst, dass sie kommen, ne? Ich meine, ey, yo, ich hab da eine Ward. Aber ich bin halt mega weak, Level 1. Ich bin mega, mega weak. Aber ich denke mal, wir können mit unserer Ulti hier schon ziemlich coole Sachen machen. Ich werde auch die Megakugel hier zuerst skillen, einfach nur, weil es eine schöne Wombo-Kombo-Potenzial hat in Morgana-Binding mit Ash-Ulti und der ganzen Scheiße. Ich gehe mal nicht über die Troubles zurück. Habe ich etwas Angst, to be honest, dass der Wukong mich abfängt. Also ich bin jetzt erstmal nur seine kleine Bitch. Und ich meine, also ich werde das ganze Game über eigentlich seine kleine Bitch sein. Komm ich da noch ran? Ne. Ich chill hinten, ich lasse die Wave einfach zu mir pushen. Man, er hat sie mit seiner E so oder so schon angepusht. Oder war das, ist das ein E? I guess it is, right? But that's fine. Wir chillen wieder hinten. Ist sehr wichtig, Leute. Gerade wenn ihr mal in schlechteren Matchups seid, CS aufzugeben ist nicht. Ah, ich kann es nicht anfreezen. Also, es fühlt sich zwar immer kacke an, wenn man CS aufgeben muss. Aber lieber wollt ihr CS aufgeben, als dass ihr verreckt und danach so oder so die ganze CS verliert. Ey, yo, lasst es. Ey, yo, was mache ich? Oh mein Gott.
Nice. Okay, jetzt lass mal kurz diese Wave hier einfach mega durchpushen. Oh nein, ist sie echt bei mir? Ich krieg die Wave nicht rein. Ich sollte fein sein. Ja, bin ich auch. Das stört mich nicht. Ah, er wird's. Das ist jetzt mega, mega risky. And I really don't like it. Aber ich muss dahin tippen. Lass mal erstmal kurz die Gebüsche abchecken. Just in case, falls sie hier ist. Einfach nur reinpushen, die Wave. So, alles andere ist mir gerade erstmal egal. Ups, wollte ich gar nicht haben. Okay, der Rest sollte hier fein sein. Ich denke auch nicht, dass Elise immer noch oben ist. Und die Wave wird auch zu mir bouncen. So, that's completely fine. Ja, ich brauche nicht mehr Mods. Aber wobei, ich kann die Pflanze trotzdem entfernen. Ich muss oder so warten, bis die Wave oben zu mir hinpusht. Von daher, es wird zu mir bouncen, auch wenn er versucht, das da zu freezen. Chill noch hinten. Er wird wahrscheinlich vor mir Level 6 bekommen. Aber ab der nächsten Wave, wie gesagt, der Bounce ist zu mir. All Gucci, my friends. Weil wir sind näher an seiner Hälfte dran. Das heißt, seine Mini-Wave kommt jetzt früher an und pusht dann jetzt auch zu mir. Genauso. Sehr schön. Ah, meinem Team geht's auch unten ganz gut. Das ist jetzt einfach nur meine Sicherheitsbarrel. Stellen wir ab, damit wir, naja, sicher sind. Für den Fall, dass er mich irgendwie engaged oder so. Dass ich nochmal eine Chance habe, ihn zu slowen oder, ihn zu slowen und dann halt mir auch nochmal gleich den Movement Speed zu geben. Und hey, ich meine, so eine Barrel kostet mich eh kein Mana. Kein gar nichts, von daher, so wen juckt. Ihr seht auch hier, dass ich sie immer wieder neu positioniere. Oh, lol. Okay, kann sein, dass deren Jungler bei mir oben ist. Ich meine, das ist das Coole auch so ein bisschen an GP. Ihr braucht nicht wirklich Ganks. Ihr seid meistens sehr self-sufficient. Ja, das heißt, ihr könnt alleine euren ganzen Scheiß machen. Und habt da halt trotzdem nochmal sehr gute Global Pressure. Deswegen ist GP, er ist okay in vielen Matchups. Also er ist nicht gut, aber er ist halt okay in vielen Matchups. Deswegen pick ich ihn da auch gerne mal ran. Jetzt zum Beispiel bin ich hier in einer echt Kackposition. Da ist es mir auch jetzt egal, ob ich die CS bekomme oder nicht. Hauptsache die Wave crasht jetzt nochmal irgendwie in den Turm rein. Nice, okay, jetzt kann ich weggehen. So, das ist mein Sheen. Eigentlich will ich gerne Tabis haben, aber auch nicht, weil, wie soll ich sagen, Tabis sind cool gegen Wu, aber bad gegen den Rest.
Okay, die Wave wird auch wieder zu mir pushen. That's fine, that's fine. Ist halt meistens immer mal behind in CS. Weil, wie gesagt, mein Jungler will nicht hochkommen. Ist doch völlig okay. So muss er auch nicht. Ich hab's mir auch in den Champs League geschrieben. Er muss vielleicht manchmal hochkommen, um Waves rauszupushen. Das war's aber auch. Ja, cool, okay. Heavy Tef. What the fuck? Ich bin doch sofort hergekommen. Hä? Warte mal, er stirbt 1 gegen 1? Blamed mich? Okay, interessant. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt wirklich falsch gemacht habe. Oh, Leute, das Team fängt es an, sich zu flamen. Ganz kritische Sache. Ich kann da nicht für die Platte vorgehen. Nice, good job. Hier ist noch eine Ward drin, die remove ich eben mal. Ey, warte mal, hat er hier nicht reingewardet? Ich droppe hier mal eine Ward hin, weil ich brauche die Ward gerade eh nicht für mich selbst. Hey, hallo. So, wieder einfach nur eine Barrel zum Entkommen, just in case. Ich werde auch hier über die Pflanze rübergehen. Chance ist sehr hoch, dass er vorhat, mich da abzufangen. Gerade auch mit dem Rap-Buff kann er das sehr easy machen. Ja, ihr seht das auch hier. Ich habe Ulti gezogen, um die Wave zu clearen. Okay, entweder int ich jetzt rein. Okay. Wahrscheinlich hat meine Ulti sie abgeschreckt oder so. Nice. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ich aufpassen. Fuck, ich habe es nicht hingesehen. Okay, er kommt wieder zurück. Nee, ich resette lieber, Leute. Ich resette lieber. Ich könnte mir vielleicht die Platte abholen. Ah, ich hätte sie sogar bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, wisst ihr was? Ich gehe Ninja-Tabis. Kommt. Like, we do this now. Dann laufe ich ganz schnell wieder zurück. Okay, sie zieht ihn her. Ja, sie wird hier First Blood kriegen. Vielleicht bin ich auch danach direkt am Arsch. Dalio, can you hover topside? They might dive me. Ich werde auch meine Ward auch gleich nach hinten hinstellen. Chance ist tatsächlich sehr hoch, dass sie hier finden. Galio? Nice. Okay, ihr seht halt, ne, so, ich weiß nicht, klar, ich kann nachvollziehen, dass das für einige von euch echt mega boring ist, aber trotz schlechtem Matchup kann man hier wirklich sehr viel rausholen aus Gangplank. Und da braucht man nicht so viel Hilfe, also klar, ich brauche schon eine gewisse Hilfe, das sowieso. Aber jetzt nicht so viel. Und ich bin auch nicht wirklich davon abhängig, die Lane hart zu gewinnen. Klar, wenn ich sie gewinne, ist ganz cool. So ist es nicht. Aber selbst wenn ich sie nicht gewinne, yo, ich habe immer noch meine Ulti. Bin noch mal ein globales Werkzeug.
Der Wukong ist stark jetzt. Oh, die Platte kommt, die will ich haben. Ist nur ein Hit, den wir drauf machen müssen, Leute. Wie der Affe. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kriege ich dafür kein Reset. Also ich kann mich jetzt auch sehr gut reinpushen mit dem Tiamat, das er hat. Ich gehe sogar eigentlich, Leute, meine Pinkwort ist so gut einfach. Ja, geht Richtung Mitte. Oh, tipi, 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 tipi. Das Tipi war einfach nur dafür da, um ihn nochmal weiter davon abzuhalten, in mein Team reinzudiven. Das ist so ein Abschreckungstipi gewesen. Nice, den Turm kriegen wir. Bin mir sicher, für viele sieht es aus wie, yo, Sylphie lässt sich carryen und labert einfach nur. Kann ich auch nachvollziehen, ja, dass man das da so denkt. Ihr müsst aber mal andersrum sehen. Und das ist auch das Wichtigere. Sylphie kriegt keine Ressourcen und holt trotzdem relativ viel raus. Ah, Bart ist auch um. Der geht weg. Achso, wahrscheinlich denkt er, dass ich sage, yo, Digga, du bist bad, komm lieber nicht hoch. Okay, er ist Base gegangen, denke ich auch. Ich gehe jetzt auch Base und danach direkt zum Drachen hin. Ah, nee, der Mann, der ist noch hier. Aber die machen wahrscheinlich Herald und wollen mich dann umbringen. Habe ich Trinity fertig? Ich verkaufe den Pot dafür. Ey, okay, 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 okay. Der Wukong ist unten. Ah, das ist aber ein ganz gutes Game eigentlich, oder? Also ich habe, weiß ich nicht. Also ist mir jetzt egal, ob wir das jetzt gewinnen oder verlieren. Es sieht mir generell ein bisschen danach aus, ne? Beide Teams rotieren auch ein bisschen zu den Objectives hin, dies, das. Einmal schnell rauspushen. Oh, lol. Er kann meine Barrier removen? Seit wann? Hä? Seit wann kann Bart meine Barrier remove? What? Das wusste ich gar nicht. Krass. Ich erkenne das today. Ich war gerade so verwirrt in diesem Fight. Okay, die Wave oben pushe ich auch noch raus und dann verpisse ich mich. Ich habe das Gefühl, irgendwie meine Recalls sind sehr schlecht in diesem Game. But hey, like, wir sind mega fein dabei. I take it, Leute, I take it. So.
Aber ich sollte Bot gehen, oder nicht? Okay, lass mal kurz gucken. Ich muss bei Silas halt aufhören. Kriegt er mein Upgrade mit? Das ist eine gute Frage, oder? Das sind Sachen, mit denen habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt, wenn ich drüber nachdenke. Das sind solche Feinheiten, sag ich mal. Er sollte mich smashen. Like, I mean, er hat meine Ulti, er scaled mit AP. Ich habe keine Magic Pen. Ja, TP, ich rotiere mal lieber. Wenn er da ist, rotiere ich wieder zurück. Oh Leute, ich habe meinen Sheen-Hit rausgehauen. Na toll. Deswegen habe ich die Minions nicht tot bekommen, weil die Barrel das Stil nicht übertragen hat. Weil ich es halt nicht ready hatte. Okay, baue ich Executioners. Wo ist mein Team? Da. Oh oh. Nice. Ich dachte, sie würde zum Turm gehen und dann von dort aus versuchen zu entkommen. Sie haben mich nicht direkt zum Team hingemoved. But hey, I guess we won it. So. Ey, yo, was ma... Ey, Leute. Ich meine, das ist mein first game of the day. Es könnte schlimmer sein, I guess. Aber meine Fresse, like, what am I doing? Okay. Das sieht mir hier saftig schmachtig... Sieht mir hier sehr, sehr saftig schmachtig aus. Ich meine, ich habe jetzt mal... Wenn der Buff lang genug hält, habe ich jetzt mal 40% CDR dafür. Zweiten Cloud Dragon nehme ich ehren, weil sich meine Ulti immer darüber freut. Generell haben wir sehr gute Ultis, dass sich Cloud lohnt, ne? Wir haben Ash, wir haben meine Ulti, wir haben die von Galio. Das sind so Champions, die sehr viel Value aus dem Cloud Dragon ziehen. Denn Cloud Dragon ist nicht immer unbedingt ein guter Drache. Das ist halt sehr abhängig von Ultis und Teamcomps. Ich muss aufpassen, dass sie mich jetzt nicht catchen. Oh Leute, ich hab die Backline nochmal mitgetroffen. Nice. Ah, oh, die Barrel-Combo war schön. Das ist es halt, ne? Also, dann ist die Megakugel eigentlich ziemlich nice, wenn ihr ein Setup habt, damit ihr sie leichter trefft. Weil da ist schon sehr viel Damage und nochmal sehr viel Extra Slow drin. Sonst gehe ich halt für das Ding jetzt, für die mehreren Waves, die da kommen. Und Leute, ein fucking Win. Ich bin einfach der Weakside-Gott, ja. Aber jo, ich glaube, wir hatten hier schon länger kein volles Gameplay mehr, wo ich auf meinem Main gespielt hatte mit Commentary und allem und jedem. Dachte ich mir, ihr würdet euch dann dort vielleicht drüber freuen. Aber jo, Leute, ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.